Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich habe schon länger kein Video mehr so zum Thema englische Sprache gemacht. Und mir fällt auf, wenn ich hier irgendwie mal Deutsche treffe oder auch ich selber, also es sind teilweise auch Sachen, die ich gemacht habe, dass es so bestimmte Fehler gibt oder so ein paar Sachen, die viele Deutsche einfach nicht wissen. Und ich dachte mir, ich trage das mal ein bisschen zusammen zu einem Video. Mein erster Punkt ist, to hustle. Und der Hustler ist nicht das Gleiche. Und darauf komme ich, weil ich das neulich bei einer YouTuberin gesehen habe, die das quasi falsch übersetzt hat. Also to hustle heißt im Prinzip, dass man sich sehr, sehr stark anstrengt. Also man kann zum Beispiel auf der Arbeit hustlen. Man ist einfach, man strengt sich sehr an auf der Arbeit, arbeitet sehr viel. Hustle kann auch meinen, dass man schnell irgendwo hin muss. I had to hustle to get there. Also musste mich ganz krass beeilen, damit ich da hinkommen konnte. Ein Hustler ist jetzt aber nicht das Nomen zu diesem Verb im eigentlichen Sinne, sondern ein Hustler ist eher sowas wie ein Abzocker oder ein männlicher oder weiblicher Beep, jemand, der im horizontalen Gewerbe arbeitet. Also seid vorsichtig mit der Aussage, I'm a Hustler. Das könnte auf jeden Fall falsch ankommen bei einigen Leuten. Der nächste Punkt ist, to make party, weil wir das auf Deutsch ja, glaube ich, so sagen, ne? Party machen. Das ist meinem amerikanischen Mann nämlich aufgefallen. Er hat einen Deutschen irgendwie neulich mal kennengelernt und der hat dann gesagt, ja, wir sollten uns mal treffen und Party machen. Ja, also das sagt man so in Englisch nicht. Man würde eher sagen, to go to a party or yeah, to go to a club together, irgendwie so. Aber make in diesem Zusammenhang ist nicht richtig. Nächster Punkt ist Cola Light. Das hört sich ziemlich englisch an und dieses Wort benutzen wir natürlich im deutschsprachigen Raum. Also denkt man, man kommt in die USA, da ist es genauso. Hier ist es so, ich würde jetzt sagen, natürlich, wenn du sagst, ich will eine Coke Light, man versteht dich, aber eigentlich ist das richtige Wort Diet Coke. Also man bestellt dir immer eine Diet Coke und nicht eine Cola Light. Nächster Punkt ist to lend and borrow. Beides heißt ja im Prinzip verleihen, borgen. Es gibt aber einen kleinen, aber feinen Unterschied. Lend ist, wenn man jemandem etwas leiht. I lend you my books. Borrow ist, wenn du von jemand anderem etwas ausleihst. Also zum Beispiel, hey, can I borrow your book for next week? Eine weitere Sache, die hier anders ist, und das musste ich auch erstmal schmerzhaft lernen, ist, dass Punkt und Komma bei Zahlen im Prinzip genau umgedreht sind. Also die Amis schreiben zum Beispiel, wenn sie sagen $5,000.80, 5,000,80. Also nicht so, wie wir es machen, sondern im Prinzip genau andersrum. Weiteres Ding ist Datum. Also ich denke mal, jedem ist klar, zuerst kommt der Monat, dann der Tag und dann das Jahr. Allerdings wird das nicht getrennt durch Punkte, wie es im Regelfall im Deutschen der Fall ist, sondern durch einen Schrägstrich. Ich persönlich finde, das sieht irgendwie auch cooler aus. Und generell sollte auch geübt sein, wo man Kommas setzt. Man macht das, glaube ich, oft schnell automatisch, so dass man sie eben in ähnlichen Stellen setzt wie im Deutschen. Das ist aber oft nicht der Fall. Also zum Beispiel der Satz, my mom told me that we can go to McDonald's today. Wir würden ja sagen, vor dem das kommt ein Komma, wie im Deutschen. Also meine Mutter sagt, dass wir zu McDonald's gehen können. Im Englischen ist es aber nicht der Fall. Also vor diesen that-Sachen kommt in der Regel kein Komma. Eine weitere Sache ist das Wort Information, also das gibt es hier nur in der Einzahl. Im Deutschen sagt man ja schon mal, ja, ich habe da noch Informationen für Sie. Im Englischen sprechen wir nicht von Informations, sondern nur von Information. Und auch generell, das ist die Abkürzung Info, höre ich hier auch nicht wirklich. Das nächste, was ich für euch habe, ist etwas, was im Englischen tatsächlich komplizierter ist als im Deutschen. Meistens ist es ja eher genau andersrum und ich kenne viele Leute, die die deutsche Sprache lernen und total meckern, wie schwierig und kompliziert und so das alles ist. Aber ich glaube, eine Sache, die in der deutschen Sprache wirklich nicht so kompliziert ist, sind die Zeitformen, weil wir einfach gar nicht so viele verschiedene Zeitformen im alltäglichen Sprachgebrauch nutzen. Also wir sagen zum Beispiel eher, ich bin da gewesen, als ich ging dahin. Und auch das Futur wird eigentlich so im Umgangssprachlichen selten benutzt. Man sagt zum Beispiel, ich gehe nächste Woche mit meiner Freundin ins Kino. Und das kannst du halt in Englisch im Regelfall eigentlich nicht so machen. Da musst du bei solchen Sachen, also selbst wenn es morgen ist oder selbst wenn es in einer Stunde ist, die Futurform benutzen. Also würde man zum Beispiel nicht sagen, I see you in 2 weeks, sondern I'll see you in 2 weeks. Und zum Ende habe ich noch mal ein paar False Friends für euch. Eventually heißt nicht eventuell, sondern sowas wie
schließlich, letztendlich. Und man würde dann zum Beispiel eher perhaps sagen, wenn man sowas wie im Deutschen eben eventuell vielleicht benutzen würde. Das Wort Etikett ist eher sowas wie eine Anstandsregel und ist nicht wie im Deutschen die Etikette oder das Label, die Brand. Und last but not least, Shooting. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann sogar mal in einem anderen Video schon genannt. Ein Shooting, wie bei Heidi Klum, Mädels, wir machen jetzt Shooting, ist eigentlich für den Amerikaner eine Schießerei, also quasi ein Amoklauf oder generell eine Schießerei. Wenn man von einem Fotoshooting spricht, dann muss, okay, jetzt habe ich schon gesagt, also man muss dann von einem Fotoshooting sprechen. Also kleiner, aber feiner Unterschied. Nicht, dass die Amis noch denken, ihr wollt da irgendwas in die Luft jagen, wobei ihr eigentlich nur Fotos machen wollt. Und mit diesen Worten beende ich mein heutiges Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was draus mitnehmen können, ein bisschen was lernen können. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, ciao.